Ja, hallo, mein Name ist Morlock Dilemma. Ich bin beim Splash und ihr schaut gerade Rap Sport. Hallo Morlock, schön, dass du da bist. Du trittst hier zweimal auch auf. Nur stehst du einmal auf dem Zettel drauf. Heute Morgen warst du schon einmal im Biergarten. Wie kam es dazu? Also tatsächlich stehe ich ja gar nicht auf dem Flyer. Nein, ich bin zusammen mit den Bestesten auf dem Splash dieses Jahr. Das ist eine Kombo mit Audio 88 und Jessin, Hiob, meiner Wenigkeit und Ecke Prance als DJ-Team. Und die Letzteren haben dann heute Mittag auch schon auf dem Biergarten so ein kleines Warm-up-Set gehabt, einfach aufgelegt. Und haben uns überlegt, um uns halt auch in Stimmung zu bringen, machen wir da halt so Secret-Gig-mäßig so zwei, drei Sachen, nichts Besonderes. Genau, und eigentlich der eigentliche Auftritt ist dann jetzt in zwei Stunden Aruba Stage, wie gesagt, mit den Bestesten zusammen. Wie kam es denn zu der Bildung der Bestesten? Letztes Jahr bist du schon mit Hulk Hoden und Retrogott aufgetreten. Musst du immer mit anderen Leuten hier auftreten? Möchtest du nicht alleine auf dem Splash auftreten? Naja, also was heißt möchte nicht? Ich bin jetzt schon ein paar Mal auf dem Splash aufgetreten, so auf verschiedenen Konstellationen, mal mit Hiob, mal alleine. Und letztes Jahr hatten die Splash-Leute eine Idee gehabt, die ich auch ganz cool fand. Und zwar, dass man einfach Leute nimmt, verschiedene Bands, die sowieso miteinander zusammenarbeiten, die einen ähnlichen Style fahren und befreundet sind, und macht daraus so eine Art Cypher. So einfach verschiedene Leute arbeiten zusammen. Das war dann ein bisschen anders. Am Ende sah das ein bisschen anders aus, als geplant war, weil wir halt über die drei oder die Achse Köln, Berlin, Leipzig jetzt nicht so oft zum Proben gekommen sind. Und jetzt haben wir uns halt überlegt, das dieses Jahr nochmal zu probieren, nur halt mit einem mit einer Konstellation, die halt einfach noch ein Stückchen näher sich ist, also geografisch und vielleicht sogar auch musikalisch. Und da lag das nahe, irgendwie mit Audio 88 und Jessin was zu machen. Ja, und so ist dann gekommen, wir haben ein paar Mal geprobt, so, wir machen eh viel, wir fahren eh viel zusammen durch Deutschland und so weiter und haben auch schon ein paar Songs zusammen gemacht, und da muss man sich nicht drum, also muss man sich nicht quälen. Das ist eine coole Sache, macht Spaß auf jeden Fall, und wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Song gemacht, der kam relativ gut an, so, und haben auch ein paar Bookings jetzt mit dem Bestesten bekommen, also den Leuten scheint es zu gefallen, und warum nicht, ist halt mal was anderes. Habt ihr denn außer den Track Ein Fall für die Bestesten, heißt er so? Ein Job für die Bestesten. Ein Job für die Bestesten. Noch weitere Tracks speziell für die Bestesten geschrieben? Also wir hatten es uns natürlich vorgenommen, und wie es meistens so ist, wir arbeiten ja alle noch normales Leben und haben dann meistens so Wochenende oder Feierabend nur Zeit für solche Spielränzchen wie Musik. Es waren ein paar Sachen in Planung. Letzten Endes haben wir das Set jetzt darauf beschränkt, dass wir schauen, welche Songs haben wir eh schon zusammen gemacht. Und was passt ganz gut zusammen, ein bisschen so nach so einem Stimmungsfaden so gegangen, und es gibt jetzt keinen weiteren Song, oder wir werden bestimmt jetzt auch mal demnächst, ich meine, das ist halt jetzt so eine Marke halt, Bestesten so, das kennen die Leute dann, und dann ist es, glaube ich, ganz cool, wenn man jetzt mal wieder ein Release irgendwie macht, dann haut man einfach alle drauf, und aber es ist jetzt kein eigenständiges Release, erstmal geplant. Okay. Ja, du hast schon angesprochen, ihr arbeitet alle noch nebenbei. Du als Journalist, was macht dir denn mehr Spaß? Macht dir mehr Spaß, Fragen zu beantworten oder Fragen zu stellen? Naja, also ich stelle nicht so oft Fragen. Also ich mache kaum Interviews. Okay. Und Fragen beantworten ist jetzt auch nichts, was ich jetzt den ganzen Tag machen möchte. Also es ist schon okay, also du machst es auch gut, ne? Aber ich mache lieber halt, also ich mache halt Musik. Ja, ne? Alles andere ist halt so ein Kropf, der da dranhängt und sich Promotion nennt, und der ist nötig. Es ist auch nicht so, dass ich mich dazu zwingen muss, so, aber es ist jetzt nichts, was ich, deswegen mache ich das nicht, weißt du? Okay, dann lasse ich mich gleich mal als Promo-Tool ausnutzen. Du wirst jetzt demnächst eine 7-Inch mit Sibyls Bill rausbringen. Eine Seite habt ihr, die andere Seite hat jemand anders, so, soweit ich weiß. Ja, das ist ein bisschen verwirrend. Also das, was du meinst, ist eine 7-Inch zum 10-jährigen HHV-Geburtstag. Die ist auch schon bereits raus und, soweit ich weiß, auch schon vergriffen. Ist so eine 400er Auflage, wo ich einen Song mit Syllables Bill mache. Dann gibt es einen Twit One Beat und einen Song mit Retrogott und Hulk Hoden.
Und was aber eigentlich die, also das war so der erste Song von unserer EP, also ich mache gerade jetzt noch eine EP mit Syllables Bill, die ist eigentlich auch im Kasten. Wir brauchen bloß ewig irgendwie, um diese Arrangements zu bauen. Die sind jetzt am Wochenende fertig und jetzt wird es gemischt, gemastert und dann geht es ins Presswerk. Wir wollten das eigentlich zum Splash rausbringen, also die EP heißt Roh.Kalt. Wollten es eigentlich zum Splash rausbringen, aber dann haben wir halt, wo wir uns das Zeug ein paar Mal angehört haben, mitbekommen, dass es halt ja, tatsächlich, wie der Name sagt, so roh und so kalt ist, das ist halt rein Battle-Rap, dass man das unmöglich im Hochsommer rausbringen kann. Also es passt halt überhaupt nicht zur Stimmung. Und deswegen haben wir uns Zeit gelassen, so. Wir haben Videos schon abgedreht, die werden noch geschnitten. Und jetzt warten wir halt noch ein bisschen, ich würde jetzt sagen August oder so. August, Anfang September kommt das Ding raus. Okay, das ist dann der dritte Teil deiner EP-Reihe. Genau. Schließt du dann erst alle vier EPs ab, bevor du was anderes, größeres machst, oder? Nö, also teilweise, es gibt ja ein Teil dieser EP-Reihe, sind ja auch die Morlocko Plus Releases, also die Instrumental-Sachen. Da sind die Instrumentals ja eigentlich schon fertig. Also ich habe es ja so gemacht, dass das bekanntere Sachen von mir oder die man schon kennt, als Instrumental nochmal kompiliere. Und da kommt jetzt auch der zweite Teil bald raus. Wo ich noch nicht weiß, ob ich es vor oder nach dem Syllables-Building mache, aber das ist auch fertig. So auf lange Sicht arbeite ich schon so an so einem rein Instrumentalalbum, was dann halt noch neu ist, sag ich mal. Und aber ich mache es schon parallel, also wo es sich halt anbietet. Also ich habe teilweise auch noch die Sachen für Weihnachten im Elfenbeinturm parallel geschrieben zu der Syllable-Geschichte. Ist halt so eine Stimmungssache. Manchmal habe ich auch keine Lust, irgendwelche komplexen Konzepte zu schreiben, und dann schreibe ich halt einen Battleverse und dann wird der halt dafür verwendet. Gut, dann wäre ich mit meinen Fragen auch schon zu Ende, und wie bei Rapsort üblich hast du die letzten Worte. Okay, ey, liebe Freunde von Rapsport, es lohnt sich auch immer nochmal die EP mit Dexter auszuchecken, Weihnachten im Elfenbeinturm. Ich weiß, es ist Hochsommer, aber es ist, glaube ich, ein Album, was dann im Herbst auch wieder seine Größe entfalten kann. Es ist ein Konzeptalbum, Stories, Storytelling, und wem das alles so doof ist, der es lieber einfacher braucht, der soll dann auf die EP mit Syllables Bill Roh.Kalt. Warten, wo dann wieder die einfacheren Gemüter bedient werden. Macht's gut, Morlock Dilemma, Splash,